Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Das eben war verdammt knapp. Boah, der hat mich beinahe erwischt, ey. Krass. Beginnst du ein Part, wirst du erstmal erwischt. Mach erstmal unauffällig die Tür zu. So. Ich hoffe, der kommt mir jetzt nicht hinterher, sonst hat er schlechte Karten. Man kann ja auch schleichen, stimmt ja. So, jetzt muss ich mal konzentriert die Sache hier durchziehen, damit es nicht 10 Jahre dauert. Da geht's lang und hier geht es auch lang. Wir gehen hier lang. Habe ich gerade mal entschieden. Vielleicht nächsten Monat. Boah, lass mich hier rum. Ja, ich hab mir überlegt, vielleicht werde ich Synchronsprecher. Soll das ein Scherz sein? Was soll ich denn anstellen? Spannend, spannend. Sind hier Leute? Ey, bin ich schon durch? Kann ich hier kurz aufstehen? Ich glaube, das kann ich aufschießen. Wir gehen hier kurz lang. Ja, hey, alles klar. Schichtwechsel. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Hast du Tomaten in den Ohren? Ihr seid fertig für heute. Aber ich habe erst die Hälfte von. Muss ich es nochmal sagen? Schichtwechsel. Verpisst euch von hier. Okay, soll mir recht sein. Halt die Klappe. Gehen wir. Mir auch. Okay, die gehen. Dann werde ich jetzt mal zusehen, dass ich hier durchkomme. Hier rein. Um die Ecke ohne Deckung. Da ist nichts. Komme sofort! Okay, da vorne ist einer. Ich muss vorne rechts. Kommen jetzt hier noch Leute oder kann ich latschen? Oh. Komm und durch. Glaubt ihr, ich weiß nichts von dem Stoff? Und wo ihr das Geld dafür herhattet? Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los, wie habt ihr das Zeug in die Staaten gebracht? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Soll's hier so gehen wie deinem Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Ach. Hey, wer ist denn da? Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So, du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Das hat gesessen. So, Entschuldigung, dass ich in die Sequenz gelabert habe. Na, komm. Ich sehe nichts. Hm.
Mal sehen, ob ich ihn jetzt kriege. Die anderen stehen einfach nur da und gucken zu, ey. Ja, ist okay. Okay. Jetzt habe ich wenigstens schon mal die Cutscene hinter mir. Also hier diese Schlägerei. Oh, der war zu spät. Ja, komm. Komm vor. Ja, hat er Zuckungen, ey? Beans, bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. Ach, der ist schon weg, oder was? Vorsicht, der hat eine Knarre. Ich weiß. Oh. Ich geb dir weg, okay? Leck mich! Daneben! Der gibt Ruhe. Ah, erwischt? Ja, erwischt, alles klar. So, der ist weg. Jetzt hol ich mir eure Munition. Der pisst sich in die Hose, bis ich mit ihm fertig bin. Jetzt kommen wir mit Tommy Gun. Ne, machen wir natürlich nicht. Ja, rate mal, wer als nächster dran ist. Viele Männer mit vielen Waffen sind hierher unterwegs. Sie können es Scheiße, kaum zu spät. Kann ich da gucken kommen Sie. Hier? Okay. Ne, wir gehen lieber rein. Und setzen uns hier noch was hin. Und packen doch mal die Tommy Gun aus. Ich komme hier gleich um die Ecke. So. Der Typ noch. Und der Typ noch. Steht mir voll im Weg hier. Ins Knie. Komm, komm. Wahnsinn, nach gefühlten 10 Schüssen da noch getroffen. Ja, ich glaube auch. Ich gehe mir mal ein bisschen Munition holen. In der Hoffnung, nicht gleich zu sterben. War hier noch was? Ja, hier war noch was. Hat Spaß gemacht. Jetzt geklärt. Wir sind zur Aktion. Klopf, klopf. Komm schon, lass mich rein.
Ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt, ne? Ich könnte... Ja, aber wir machen das schon, ne? Jetzt gehen wir erstmal zu unserem Kumpel hier. Jo, machst du die Tür irgendwann auf? Scheiße, so kriege ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas Schweres. Ein Rambock oder so. Ich hab's. Wir nehmen die Karre. Verfluchter Hurensohn. Ich dreh dem Scheißkerl eigenhändig den Hals um. Hält sich für verdammt schlau. Hält sich wofür verdammt schlau, was? Na los, dann komm doch her! Scheiße, was macht der Wichser da drüben? Verschwinde, du Arsch! Ich prügel dir jeden Knochen, als du aus dem Leib, du kleiner, schwanzlutschender Hurensohn! Die Grobarbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Bist du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelst vor Blut, hä? Nein, mich ekelst vor Luca. Kann ich verstehen, aber entgeht dir was? Gibt viele hübsche Spielzeuge hier im Gymnasium. Ah, warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken. So wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht. Ich, geh mich mal waschen. Ich stink ja schlimmer als eine Jauchegrube. Sag Eddie, dass er Luca abhaken kann. Hey, Beans, mach die Tür auf. Es ist alles vorbei. Du. Du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unseren Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von hier verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht. Hm, ziemlich seltsam. Jetzt lebt der Typ also noch und die verarzten... Naja... Alles ein bisschen verwirrend hier. Aber es wird sich ja alles noch aufklären. Wer hier mit wem unter einer Decke steckt und... Ja, jetzt möchte ich aber nicht hier so schön mein Auto... Delle rin machen. Ne? Ja, komm. So Kleinigkeiten, ne? Es ist, Ja, okay, geht nicht. Dann... Mache ich jetzt leider eine Schramme in das schöne Cabrio. Schade. Übrigens eine der Wagen, die mir schon ziemlich gefallen im Spiel. So, wo geht's hin? Es geht zu Eddie. Lied hier. Richtig geiles Lied. Ja, was soll ich euch erzählen? Also, wir haben wieder eine kleine Fahrt vor uns und es gibt im Moment nichts Neues. Ich habe mich jetzt endgültig dazu entschieden, die ersten Parts neu aufzunehmen.
Ich möchte eine durchgehende Qualität haben. Nicht ein paar Parts, die total rauschen und keiner möchte so sehen. Dann irgendwie ein paar bessere, dann wieder ein paar schlechtere. Deswegen nehme ich die ersten Parts nochmal auf mit Outer City und die letzten, also die Ab-Part 10 oder so, sind ja sowieso mit Outer City aufgenommen worden. Und ja. Dann habt ihr durchgehend gleiche Audioqualität. Ob es immer gleich gut abgemischt ist, ist eine andere Sache. Aber. Müsste gut gehen. So, jetzt hier schön einpacken. Halb Bordstein. So. Jo, und da ich jetzt nicht weiß, wie lange der Part schon geht, beim letzten Part habe ich gesehen, ist es ganz gut gelaufen, habe ich auch nicht auf die Uhr geguckt, aber es wurden am Ende genau 20 Minuten, glaube ich. Und jetzt weiß ich es wieder nicht, deswegen mache ich jetzt wieder einen Cut und wir werden dann im nächsten Part gucken, ob wir ihn länger machen oder nicht. Je nachdem, ob ich mich jetzt hier verschätzt habe. Ja. Das war's dann erstmal. Und ja, dann geht's hier gleich mit der Cutscene von Eddie und Falcone weiter. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.